Guten Morgen! Heute wieder einmal die Gewürze der Welt und ein Gewürz, was eigentlich die meisten in erster Instanz als Frucht wahrnehmen, die Paprika. Und weil es eben auch tatsächlich aus dieser Frucht gewonnen wird, nennt man es auch einfach Fruchtgewürz. Die Paprika, die aus der Familie der Nachtschattengewächse kommt, ist eine einjährige krautige Pflanze, die eine Höhe von bis zu 1 Meter erreicht. Aus den Blattachsen sprießen dann irgendwann gelblich-weiße Blüten, aus denen sich dann später die Paprika entwickelt. Aber die Paprika, die wir gerne in den Salat schneiden, ist nicht die Paprika, die später in der Gewürztüte landet. Denn wir essen in der Regel Gemüsepaprika. Und die Paprika, die für die Gewürze verwendet wird, nennt sich, oh Wunder, Gewürzpaprika. Diese ist viel kleiner als die Gemüsepaprika und meist viel intensiver und leuchtender rot, als wir das von unserer ganz normalen Gemüsepaprika kennen. Die Gewürzpaprika hat 31 grundlegende Arten, wovon die Ursprungsform aus Mexiko kommt. Wirklich kultiviert werden allerdings nur 5 Grundformen und die wichtigsten Anbaugebiete sind Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Ex-Jugoslawien, Griechenland, Italien, Südfrankreich und Spanien. Man sieht also, die Paprika ist, wenn wir uns als Europäer bezeichnen und nicht als Deutsche, ein heimisches Gewürz. Wobei, wie gesagt, die Heimat der Gewürzpaprika in Mexiko liegt. Man ist sich sicher, dass selbst schon vor 7000 vor Christus die Paprika genutzt wurde. Damals allerdings noch in ihrer Wildform. Die ersten Hinweise auf Zuchtform kommen dann aus dem Jahre ca. 4000 vor Christus. Nach Europa kamen die Samen des Paprikas durch den Entdecker Amerikas Christopher Columbus. Und das war so um 1500. Aber die Europäer mochten eigentlich nur die knallrote Farbe und bauten die Gewürzpaprika als Zierpflanze in die königlichen Gärten ein. Aber irgendwann hat wahrscheinlich mal ein hungernder Gärtner sich an der Zierpflanze vergangen und dann wurde sie eben auch als Gewürzpflanze populär. Ausgangspunkt in Europa war wahrscheinlich Sardinien und von dort verbreitete sich die Pflanze dann im gesamten Mittelmeerraum und auch nach Osten. Ein Land hat sich aber, was die Verbreitung, die Veredelung angeht, besonders hervorgetan. Und das war Ungarn. Wie gesagt, wir reden hier von der Gewürzpaprika. Die Gemüsepaprika, die wird vor allem in China, Mexiko, Türkei und Indonesien angebaut und auch dort vermarktet. Und da gibt es auch noch unzählige Arten und nicht nur 31 Grundarten. Denn alle Chili- und Peperoni-Arten zählen zu den Gemüsepaprika und nicht zu den Gewürzpaprika. Das sind wirklich nur die Paprika, die immer zuerst in der Sonne getrocknet werden und dann vermahlen und nicht in irgendeiner Weise zum Direktverzehr vermarktet werden. Es gibt 5 grobe Geschmacksrichtungen von Gewürzpaprika, die anhand von der Schärfe sich ziemlich deutlich voneinander unterscheiden. Es gibt den schärfsten Gewürzpaprika, der unter dem Label Paprika scharf verkauft wird. Dieser ist gelb bis rötlich und oder gelb bis rötlich braun und der mit Abstand schärfste Gewürzpaprika. Dann gibt es den Paprika rosenscharf. Dieser ist gelblich hellrot und hat einen ganz charakteristischen aromatischen Geschmack, welcher aber auch durchaus als scharf zu bezeichnen ist. Allerdings nicht ganz so scharf wie der als Paprika scharf verkaufte Gewürzpaprika. Dann gibt es Paprika halb süß, welcher schon eine Schärfe aufweist, die aber eher als dezent zu bezeichnen ist. Dann gibt es den Paprika edelsüß, der leuchtend rot daherkommt und eher süßlich fruchtig ist. Aber auch hier noch eine Spur Schärfe ist wahrzunehmen, wenn man damit vor allem auch zu viel konsumiert. Und dann gibt es die beste und nicht durch Schärfe verunreinigte Qualität, die sich als Paprika Delicatesse bezeichnet. Entsprechend ist dieser auch am preisintensivsten. Aufgrund der unterschiedlichen Schärfegrade und der grundsätzlichen Charakteristik des Paprikas als Frucht gibt es quasi auch keine Begrenzungen im Einsatzbereich. Man kann damit quasi jedes herzhafte Gericht schärfen und würzen, egal ob Ratatouille oder Eintöpfe, Reisgerichte, Suppen und so weiter. Und auch bei der Herstellung von Chips spielt Paprika eine große Rolle, da die Kombination Paprika und Kartoffeln einfach eine für die meisten Menschen sehr sehr schmackhafte ist. Aber auch bei der Ketchup-Produktion oder bei generell industriell hergestellten Fertigprodukten spielt das Paprikagewürz
immer eine sehr, sehr große Rolle. Es ist ein absolutes Universaltalent, wenn es um herzhafte Gerichte und Geschmacksentfaltung geht. Bei Süßspeisen wird es hingegen kaum eingesetzt. Die Gewürzpaprika hat analgetische, also schmerzlindernde, antiphlogistische, also entzündungshemmende und hyperemisierende, also durchblutungsfördernde und juckreizende Wirkung. Da wird es auch in medizinischen Präparaten bei Muskelverspannung, bei Neuralgien, das sind Nervenschmerzen, Myalgien, das sind Muskelschmerzen, Juckreiz und rheumatischen Beschwerden eingesetzt. Aufgrund der durchblutungsfördernden Eigenschaften, die mit erhöhter Schärfe immer weiter zunehmen, wird der scharfen Gewürzpaprika auch eine erotisierende Wirkung zugeschrieben. Für den scharfen Geschmack übrigens sind die Capsaicinoide verantwortlich, die auch in der Chili, die ja nichts anderes ist als eine Paprika, für den sehr, sehr scharfen Geschmack sorgen. Die Schärfe von Paprikas wird in Scoville gemessen. Reines Capsaicin hat 16 Millionen Scoville. Aber da man dieses nicht rein, sondern meist in der Paprika isst, sind die Schärfegrade entsprechend niedriger. Die normale Gemüsepaprika, die wir im Laden für den Salat kaufen, hat bis zum maximal bis zu, ich glaube, 500 Scoville. Eine Peperoni, die hat 500 bis 1500 Scoville. Normale Chilis gehen dann schon bis 30.000 Scoville, die dann eigentlich nur noch durch den Cayenne-Pfeffer getoppt werden können, der 30.000 bis 50.000 Scoville hat. Wie gesagt, der Scoville-Grad ist einfach nur der Anteil an Capsaicinoiden. Und dann gibt es noch für Menschen, die es besonders scharf mögen, ganz, ganz spezielle Züchtungen. Wie zum Beispiel den Thai-Chili oder den Habanero Chili, die dann wirklich bis zu 350.000 Scoville haben, aber nichts mehr mit Gemüse zu tun haben, sondern wirklich einfach nur scharf, scharf, scharf also ich halte davon gar nichts, weil Schärfe für mich immer den Geschmack tötet, aber es gibt ja für jeden Geschmack jemanden, der das sozusagen gut heißt und der das möchte. Und von daher, der Markt ist da, also gibt es auch sowas wie diese Habanero Chilis und den ganzen Blödsinn, aber okay. Also dieser Scharfstoff, also das Capsaicinoid, ist vor allem direkt unter der Haut der Paprika zu finden, in den Samen und generell in diesem gesamten Fruchtgehäuse, also auch in diesen Scheidewänden. Daher schneidet man sinnvollerweise auch das Kerngehäuse komplett raus und schält die Paprika großzügig, wenn man die Schärfe entfernen will. Wenn man sie natürlich möchte, dann lässt man einfach alles so wie es ist und beißt einfach hinein. In der Gemüsepaprika zum Beispiel braucht man nichts zu entschärfen, weil bis 500 Scoville ist es halt kaum wahrnehmbar. Oder habt ihr die Meinung gehabt, wenn ihr so eine normale rote Gemüsepaprika esst, die ist aber scharf, also die wenigsten. Daher esse ich meine Paprika auch komplett mit Kern, mit Gehäuse, mit allen, mit Haut, mit allem drum dran. Aber wir reden ja hier schon wieder von der Gemüsepaprika und eher nicht mehr von dem Gewürz. Denn bei dem Gewürz wird die gesamte Frucht vermahlen, inklusive der Kerne. Da ist auch so teuer, richtig gutes Paprika zu bekommen, Paprika-Gewürz, also die Delikatessqualität, weil diese eben den vollen Fruchtgeschmack der Paprika hat und ohne die beeinträchtigende Schärfe. Und entsprechend, da die Kerne ja mitgenutzt werden, müssen das ganz spezielle Paprika sein. Das war es mal wieder kurz und knapp von den Gewürzen der Welt. Ich hoffe, ihr konntet euch die ein oder andere Information mitnehmen und sagt mir mal, wozu ihr die Paprika nutzt, ob ihr das auch nur für herzhafte Sachen einsetzt oder ob ihr tatsächlich auch eine Süßspeise mit Paprika habt. Und ja, das würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.